Wer ist eigentlich der Regisseur in unserem Leben? Sind wir selbst das, mit unseren Plänen, mit unserer Entscheidungskraft und mit unserer Intelligenz? Können wir also das Leben so formen, wie wir es uns wünschen? Oder ist das Leben nicht eigentlich eine Kette von Zufälligkeiten? Sind wir selbst relativ passiv, vielleicht wie Tauben, die im Gras herumpicken, wie das Gertrude Stein mal ausgedrückt hat. Also, wer ist der Regisseur? Und falls es so sein sollte, dass das Leben eigentlich nur eine Reihe von Zufälligkeiten ist, was vielleicht unseren Job angeht oder unseren Partner, unsere Freunde, auch die Gesundheit, wenn es so sein sollte, gibt es dann vielleicht zumindest nachträglich die Möglichkeit, dass wir uns eine Geschichte erzählen, dass wir diese Zufälligkeiten also so miteinander verbinden und kombinieren, dass wir doch wieder als aktiver Regisseur erscheinen, selbst wenn es nur eine Manipulation ist, ein Täuschungsmanöver. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich heiße Max und ich möchte heute über ein Buch sprechen, das genau diese Frage stellt und auch die sehr interessante Frage, wie häufig müssen wir eigentlich mit dem Rauchen aufhören, bis es klappt? Wie oft müssen wir die letzte Zigarette rauchen? Es handelt sich um den italienischen Klassiker Zenos Gewissen von Italo Svevo. Ja, erstmal Markus, vielen Dank dafür. Markus, mein liebster Freund, hat mir dieses Buch zu meinem Geburtstag geschenkt und damit meinen Geschmack voll getroffen. Ich werde erst ein paar allgemeine Fakten sagen, bevor ich dann zum Buch selber komme. Zenos Gewissen erschien 1923. Im Original heißt es La coscienza di Zeno. Ich hoffe, dass ich den italienischen Namen jetzt halbwegs getroffen habe. Und im Original gibt es auch eine Doppeldeutigkeit. Es kann also Bewusstsein oder Gewissen heißen. Wir haben sowohl eine psychologische Rückschau, da erinnert sich jemand, als auch eine moralische Fragestellung, ob man ein reines Gewissen hat. Übersetzt ins Deutsche wurde es von Barbara Kleiner und es erschien im 2001 Verlag. Italo Svevo hieß bürgerlich Ettore Schmitz. Schmitz, der deutsche Nachname, zeigt uns schon, dass seine Vorfahren eben aus Deutschland kamen. Italo Svevo hat daraus kein Hehl gemacht, denn dieser Künstlername bedeutet ja auch der italienische Schwabe bzw. der schwäbische Italiener. Er lebte von 1861 bis 1928 und er war seiner Heimatstadt Triest zeitlebens verbunden. Triest gehörte damals übrigens noch nicht zu Italien, sondern war eine Vielvölkerstadt, die zu Österreich-Ungarn gehörte. Dort lebten also verschiedenste Nationalitäten friedlich miteinander. Er hatte in seinen 30ern, also Ende des 19. Jahrhunderts, schon zwei Romane veröffentlicht, Ein Leben und Ein Mann wird älter. Diese Romane waren allerdings absolut erfolglos. Die italienische Öffentlichkeit und auch die österreichisch-ungarische hat keine Notiz davon genommen. Das hat Italo Svevo wirklich schwer getroffen. Es war für ihn eine ganz große Blamage und wirklich eine innerliche Zerreißprobe. Er hat dann auch gesagt, dass er aufhört mit diesem Schreiben. Er wird sich jetzt nur noch als Kaufmann betätigen, denn ja, durch auch eine reiche Heirat musste er auch nicht mehr schreiben. Also das war für ihn finanziell nicht mehr notwendig. Er hat dann allerdings, und das war das große Glück für ihn und auch für uns, in Triest einen Mann namens James Joyce kennengelernt. Der hat nämlich ab 1905 als Englischlehrer in Triest gearbeitet und er hat dann einige Werke von Svevo gelesen und fand das zum Teil zumindest großartig. Und er hat dann eben seinen Kollegen ermuntert, er möge doch bitte weiterschreiben. Und für Svevo war das endlich das Lob, die große ersehnte Anerkennung. Und daraufhin, so geht die Legende, hat er sich auch in einer zweiwöchigen Arbeit an seinen Schreibtisch gefesselt und hat Zenos Gewissen runtergerockt wie ein Besessener. Für Svevo, auch das finde ich noch wichtig, war es übrigens zeitlebens nicht einfach, eine Sprache zu finden, da er in Triest einen Dialekt oder einen Akzent gesprochen hat, den die meisten Italiener vielleicht kaum verstanden hätten. Er selber war aber im Florentiner Hochitalienisch nicht bewandert, also für ihn war das wiederum eigentlich eine Fremdsprache. Auch Deutsch war für ihn eine Fremdsprache. Also er war aufgrund seiner sprachlichen Besonderheit eigentlich dafür prädestiniert, ein Außenseiter zu bleiben. Glücklicherweise ist es dann eben durch James Joyce Mithilfe so gekommen, dass er durch Zenos Gewissen nachträglich, also posthum, ein Klassiker der italienischen Literatur geworden ist. Worum geht es jetzt im Roman Zenos Gewissen? Der Ich-Erzähler, unser Held, heißt Zeno Cosini und er schreibt im Rahmen einer Psychotherapie seine Autobiografie. Obwohl er die Psychotherapie ablehnt, er sagt, das ist doch eigentlich ein Hokuspokus, denkt er sich, na gut, ich kann es ja versuchen, was schadet es? Denn er ist ein Hypochonder, er leidet an der Welt, er leidet an sich. Ähnlich wie eine Woody Allen-Figur sieht er in jeder Kleinigkeit, in jeder leichten Blessur die Krankheit zum Tode. Genau.
Und jetzt erfahren wir eben in verschiedenen Kapiteln, in Kapiteln ganz unterschiedlicher Länge auch, die Stationen seines Lebens. Die ersten zwei Kapitel finde ich großartig. Sie sind konzise, sie sind knapp. Es sind jeweils vielleicht 40 Seiten und wir lernen etwas ganz Elementares kennen. Das erste Kapitel ist brüllend komisch. Es ist urkomisch, wie hier Zeno Cosini versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Das erkennen wir zum Teil daran, dass er in jedes Schriftstück immer schreibt LZ und dann das Datum dahinter, also die letzte Zigarette. Das macht er allerdings dutzende Male. Er kommt einfach nicht davon los. Für ihn ist das aber auch eine Möglichkeit, den Genuss zu erhöhen, denn in der letzten Zigarette versucht er wirklich jeden Hauch, jedes Aroma wahrzunehmen. Und das hat mich sehr stark daran erinnert, dass wir eben auch Dinge besonders intensiv wahrnehmen, wenn wir uns gerade bewusst machen, dass wir es zum letzten Mal erleben. Vielleicht der letzte Blick auf das Meer, bevor wir abreisen. Ein letztes Telefongespräch mit einer Freundin, bevor sie in den Urlaub fliegt. Der letzte Kuss, bevor man jemanden verabschiedet, so etwas in der Art, zeigt uns wirklich nochmal die große Bedeutsamkeit, die wir uns aber selbst natürlich erbauen. Und das macht Zeno eben auch. Er manipuliert sich also, aber in einer positiven Hinsicht. Das war für mich schon mal ein erster Ansatz, diesen Mann kennenzulernen. Er lässt sich dann, auch weil er unbedingt aufhören möchte mit dem Rauchen, er lässt sich in ein Sanatorium einsperren. Sobald er dann dort allerdings angekommen ist, hat er kein einziges Interesse, als auszubrechen, um so bald wie möglich wieder zu rauchen. Das ist urkomisch, wie er sich auf diese Krankenschwester einlässt, die dort eben arbeitet und auf ihn aufpassen soll. Er will sie umgarnen, er will sie zu seiner Komplizin machen. Es ist also hier schon eine ganz wunderbare Ironisierung von Lebensentscheidungen und vom menschlichen Willen enthalten. Im zweiten Kapitel kommt jetzt eine grandiose Szene, die extrem düster und dunkel gestaltet ist. Die hat mich zum einen stark an den Ödipus erinnert, was ja für Freud auch sehr wichtig war, und zum anderen habe ich darin auch immer wieder zum Beispiel an so ganz großartige Behandlungen von Vater-Sohn-Konflikten gedacht, wie bei Mozart. Ich habe den Film Amadeus gesehen, obwohl ich kein Mozart-Kenner bin, mag ich den Film sehr gerne. Und da taucht ja im Requiem auch der steinerne Gast auf und ich denke, es soll ja der Vater sein. Und hier passiert eben etwas, der Vater hat einen Hirnschlag und der soll sich jetzt nicht mehr bewegen. Der Arzt sagt, wir müssen den Vater wirklich zur Ruhe bringen. Und Zeno ist völlig überfordert, er möchte dem Arzt natürlich gehorchen, aber will seinem Vater ja auch nicht schaden. Und nach einigen zögernden Stunden macht er es dann, er hält seinen Vater im Bett fest. Und was jetzt passiert, möchte ich euch gerne vorlesen, weil es eine fantastische Stelle ist. Mit äußerster Anstrengung gelang es ihm, dem Vater, auf die Füße zu kommen. Er hob die Hand ganz hoch hinauf, als wüsste er, dass er ihr keine andere Kraft verleihen konnte als die ihres eigenen Gewichts, und ließ sie auf meine Wange herabfallen. Dann glitt er aufs Bett und von dort auf den Boden tot. Das ist also der letzte Moment mit dem Vater. Er zwingt ihn aufs Bett, der Vater merkt das und fühlt sich von seinem Sohn bedroht. Und was das für eine schmerzhafte, für eine traumatische Erfahrung sein muss, können wir nur erahnen, denn Zeno schweigt hier. Wir könnten also schon davon ausgehen, dass diese Psychotherapie berechtigt ist, obwohl er sie selber ja ablehnt. Also für mich hat hier in den ersten zwei Kapiteln schon mal das wirklich Urkomische und das Tragische hervorgeleuchtet und hat mir gezeigt, dass ja Italo Svevo einfach ein wunderbarer Arrangeur von Szenen ist und das ist auch eine tolle Sprache. Die nächsten Kapitel sind leider, finde ich, deutlich umfangreicher und nicht mehr so konzise gehalten. Er möchte jetzt heiraten und er möchte eigentlich die schöne Ada Malfenti ehelichen, allerdings interessiert die sich überhaupt nicht für ihn. Und er weiß dann, diese Ada hat ein paar Schwestern und das soll auf gar keinen Fall die Augusta werden. Also die findet er wirklich scheußlich, die will er nicht heiraten. Wer wird es dann am Ende sein? Natürlich die Augusta. Er heiratet also die Frau, die er nicht haben wollte. Und damit zeigt sich zum einen, dass die romantische Liebe nicht mehr als äußerlicher Kampf geführt wird. Denn das könnte er machen, er könnte ja um Ada wirklich kämpfen. Aber das tut er nicht. Der Kampf der romantischen Liebe verinnerlicht sich. Denn er muss jetzt diesen Misserfolg eigentlich in seinem Kopf umdeuten. Und das macht er, indem er ellenlang darüber nachdenkt, dass diese Ada doch eigentlich doch nicht die richtige ist, dass die Augusta eigentlich eine gute Partie ist. Und das zeigt sich eben, dass er sich selber auch hier wieder manipuliert, wie er das beim Rauchen auch getan hat. Und da dient jetzt natürlich dieser große Umfang des Romanes, uns diesen fast schon manischen Gedankenvorgang nochmal zu verdeutlichen, was dieser Zeno also macht. Er kombiniert immer wieder neu seine Gedanken und hat dadurch den Eindruck, dass er dann doch die Welt äußerlich beherrscht, obwohl äußerlich sehr wenig passiert. Und das ist für mich auch eine wunderbare Entwicklung übrigens, wenn wir an den Werther denken, der sich 1774, ich hoffe, ich spoile da jetzt nicht, aber der sich ja umbringt,
weil die romantische Liebe einfach sich nicht umsetzen lässt, weil nicht das passiert, was passieren sollte. Ob dieser Wärter gesund ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber in diesen 150 Jahren hat sich diese romantische Liebe jetzt eigentlich so weit verniedlicht, dass es nur noch darum geht, sich in der Nachbetrachtung dann doch wieder als aktiver, als dominanter und als selbstgewisser Regisseur zu inszenieren. Und das kann er. Er inszeniert einfach wunderbar, indem er sich selbst immer wieder eigentlich in die eigene Tasche lügt. Das erfahren wir dann auch in den nächsten Kapiteln. Zum Beispiel eröffnet er mit dem einstigen Nebenbuhler Guido, das ist dann der Mann von Ada, ja ein Kaufmannshaus oder ein Büro. Und auch dort sind sie absolut überfordert. Sie haben eigentlich keine Ahnung von diesen Kaufmannsangelegenheiten. Und letztlich lassen sie dann alles den Laufburschen machen, der kennt sich nämlich besser aus. Also auch hier sind die Entscheidungen zwar durchaus vorhanden, aber die Fähigkeiten entsprechen diesen Entscheidungen nicht oder die Welt. Denn die anderen Kaufmannshäuser sind natürlich nicht daran interessiert, den Zeno und den Guido erstmal warm aufzunehmen. Und sie selber können sich eben dagegen auch nicht wehren. Gut, er führt dann auch mit einer jungen Frau, mit der Carla, eine Affäre. Er ist übrigens ein begüterter Mann, er muss nicht arbeiten, er hat sehr viel Geld. Und er kann die Carla dann also auch finanziell unterstützen. Und die Gefühle bezüglich der Carla, bezüglich dieser Affäre, die wechseln wild durcheinander. Mal fühlt er sich schuldig, mal fühlt er sich absolut rein, mal ist er wütend auf die Carla oder auf seine Ehefrau Augusta, mal klagt er die Gesellschaft an. Und für mich war hier ganz bezaubernd hin und wieder, also bezaubernd in Anführungsstrichen, wie er zum Beispiel nach einer Liebesnacht mit Carla mal nach Hause kommt und dann so große Freude hat für die Augusta. Er freut sich so, dass er endlich mit seiner Ehefrau ein Gespräch führen kann. Und dann sagt er, ich freue mich so sehr auf diese Augusta und das liegt nur daran, dass ich eine Affäre habe. Was also soll schlecht sein, eine Affäre zu führen? Es ist doch etwas Gutes. Niemand in ganz Triest behandelt seine Ehefrau so gut wie ich. Und hier deutet er also seine moralischen Verfehlungen eigentlich so weit um, bis er wieder als der Strahlemann dasteht. Das hat mich dann sehr stark an Kants Ausspruch erinnert, es gebe für Kant eben zwei Dinge, die ihm Bewunderung abverlangen. Und das eine sei eben das moralische Gesetz in uns. Und in einer herrlichen Absurdführung dieses Gedankens glaube ich, dass auch Zeno davon ausgehen würde, dass er in sich ein großes moralisches Gewissen hat. Also er hat eben das Gewissen, darüber nachzudenken, was richtig ist. Und das möchte er auch tun. Nur dreht er es gerade nach Beliebigkeit um, sodass es seinen eigenen Wünschen, seinen eigenen Ansprüchen eben gerecht wird. Und Wilhelm Ginazzino hat in einem ganz, ganz herrlichen Nachwort etwas Intelligentes geschrieben. Er hat geschrieben, dass der Wechsel der Zustände, eben bei Carla oder auch in Bezug auf die anderen Figuren, bei Zeno dazu führt, dass er den Eindruck hat, sehr viel zu erleben und dass er auch den Eindruck hat, dass er klug ist und dass er reift innerlich. Und durch diese verschiedenen Zustände, durch dieses ewige Reflektieren, was eigentlich nur innerlich eben stattfindet, äußerlich geschieht sehr wenig, durch diese extremen Gedanken ergibt sich eben für Zeno der Eindruck von souveräner Lebensbeherrschung. Und das ist, wie ich finde, schon ein Verweis auf die moderne Literatur, in der wir so etwas auch häufig erleben. Vielleicht nicht immer mit dem positiven Ausgang, also bei Wilhelm Ginazzino oder eben zum Beispiel dann auch bei Robert Walser ist es nicht immer sehr positiv gedeutet, aber die Verinnerlichung der Welt ist eben, denke ich, in sehr vielen modernen Werken ein ausschlaggebendes Element. So, Zeno erkennt dann übrigens für sich auch, dass das Leben nicht gut ist und nicht böse ist, sondern für ihn ist es originell. Das ist sein Ausspruch. Der Guido sagt nämlich mal, das Leben ist doch schrecklich. Und er sagt, nein, wieso? Das Leben ist überhaupt nicht schrecklich. Das äußerliche Leben hat nur nichts damit zu tun, was wir uns ersehnen, was wir wollen. Also Äußerliches und Innerliches passen nicht zusammen. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass sich das Leben widersetzt und dass man also ein starker Macher sein muss. Das ist Quatsch. Also das Leben hat nichts gegen uns, aber es interessiert sich einfach nicht für unsere Entscheidungen. Und das finde ich natürlich auch wieder sehr sympathisch. Wir sind einer von 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Es funktioniert meistens nicht so, wie wir uns das wünschen und das erfährt eben auch der Zeno. Aber er weigert sich darüber, in Resignation zu verfallen. Er sagt seiner Ehefrau auch mal, ich weiß, dass gewisse Dinge nicht stattfinden werden, die ich mir vielleicht ersehne, die ich mir erwünsche. Aber ich verpflichte mich, und du hörst es jetzt auch zur Heiterkeit, ich werde immer heiter sein. Hin und wieder ist diese Heiterkeit natürlich auch in Melancholie gebrochen. Aber ich denke doch, dass wir, obwohl dieser Zeno nicht sympathisch rüberkommt, mit ihm häufig mitfühlen können. Er ist übrigens ein Sexist, absolut. Er behandelt seine Kinder auch häufig sehr schlecht. Er denkt über den Guido häufig auch sehr brutal nach.
und ist wirklich kein sympathischer Mensch. Er ist doch ein Antiheld, aber er ist eben ein Zauderer, ein Zögerer, der, denke ich, mir zumindest in vielen Punkten auch ähnlich ist. Das muss ich einfach so zugestehen. Er ist, wie gesagt, auch eine Woody Allen-ähnliche Hypochonderfigur. Er ist kein Zyniker, er ist kein Rebell. Also hier sagt ein Mann nicht, dass er die Welt formen muss, dass er sie ändern muss. Manchmal ist das dann auch vielleicht etwas zu absurd, etwas zu komisch, wenn zum Beispiel der Erste Weltkrieg anbricht und Zeno durch einen Spaziergang auf der falschen Seite der Front landet, dann ist sein erster Gedanke nicht etwa die Sorge um seine Familie oder die Sorge um seine Landsleute, sondern der Gedanke an seinen Milchkaffee. Er hatte sich doch gerade im Hotel noch einen Milchkaffee bestellt und der wird jetzt kalt. Wie kommt er zu seinem Milchkaffee? Das ist natürlich häufig eine ganz, ganz bewusst ironische Brechung. Es ist hochkomisch in vielen Momenten, aber wie ich schon gesagt habe, hin und wieder auch zu ausführlich für mich. Also manchmal geht es mir auch auf die Nerven, wenn ein Gedanke dann nochmal gewendet wird, wenn nochmal eine kleine Nuance sich verändert und dadurch der Gedanke vielleicht für Zeno nochmal gedacht werden muss. Aber es sind eben auch sehr sympathische Täuschungsversuche. Er wiederholt auch sehr, sehr häufig, und ich glaube, das ist kein sprachliches Versehen, sondern ganz bewusst, er wiederholt das Wort kompromittiert. Er hat immer Angst, dass er das Gesicht verliert. Also er will wirklich auch äußerlich nicht anecken. Es ist hier kein Rebell. Der will die Welt nicht verändern. Er versucht nur das, was er eben äußerlich erlebt, in sich umzugestalten. Er versucht das zu transformieren, bis er am Ende doch wieder als ein starker Akteur, als ein Macher und als ein Entscheider dasteht. Der Satz, wir sind unseres eigenen Glückes Schmied, ich glaube, den würde Zeno nicht unterschreiben. Ich glaube, das wäre ihm auch zu äußerlich. Er würde dann vielleicht auch sagen, nee, ich kann das Glück äußerlich nicht herstellen. 7 Milliarden Menschen haben andere Ideen. Die Zufälligkeiten des Lebens können mich hierhin schleudern oder dorthin schleudern. Ich bin nicht meines eigenen Glückes Schmied. Ich bin meines eigenen Glückes Regisseur oder Schriftsteller. Ich kann in mir selber die Dinge so weit zusammenspinnen und sie so weit kombinieren, dass ich dann doch wieder eine für mich logische, sinnvolle Geschichte, ein Narrativ erdacht habe, in dem ich eben der Mächtige bin, der Regisseur, der Schöpfer meiner eigenen Welt. Und deshalb ist für mich Zenos Gewissen ein Werk, auf das wir uns setzen können, wie auf ein Reittier, und wir können eben mit Italus Vevo gemeinsam in Richtung Moderne hoppeln, in Richtung solcher Schriftsteller wie eben Robert Walser, wie Genazzino, vielleicht auch einige andere, Peter Handke fiele mir da auch noch ein, und dadurch ist es für mich absolut lesenswert. Auch wenn es einige Längen hat, auch wenn ich mir hin und wieder eine Kürzung gewünscht hätte, ist es wirklich ein sehr amüsantes, ein sehr vielschichtiges, interessantes und ambivalentes Wort. Und damit haben wir doch alles, was wir modernen Leser uns wünschen. Ich hoffe, diese Besprechung von Zenos Gewissen hat euch gefallen. Falls das so ist, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Es hilft mir, es zeigt mir, dass ich so weitermachen kann. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.